auf dem Weg zum Mond, Mars und darüber hinaus. Was wie Science Fiction schien, wird nun zur Realität. Aber das Reisen durch das All und das Leben in der Mikrogravitation ist alles andere als ein Spiel. Auch wenn langfristige Aufenthalte im Weltraum einzigartig und faszinierend sind, haben sie auch negative Wirkungen auf den menschlichen Körper. Vielen Astronauten, die auf der Internationalen Raumstation waren, geht es nach ihrer Rückkehr nicht gut. Immuno 2 ist eines von vielen wissenschaftlichen Experimenten der Horizons-Mission 2018 auf der Internationalen Raumstation. Es untersucht, wie Stressfaktoren unser Immunsystem im All und auf der Erde beeinflussen, um für Astronauten, die im All waren oder sein werden, als auch für uns Menschen auf der Erde neue Präventions- und für schwerkranke Patienten neue Therapiemaßnahmen zu entwickeln. Was schwächt das menschliche Immunsystem? Das Immuno-2-Experiment baut auf früheren Forschungen zur Funktion des Immunsystems während längerer Weltraumaufenthalte auf, bei denen sich der Körper an die feindliche Umgebung anpasst. Die menschlichen Körperfunktionen werden im All durch viele psychologische, physiologische und körperliche Stressfaktoren herausgefordert. Folglich wird das Immunsystem durch eine Vielzahl von Hormonen, hormonähnlichen Substanzen und Strahlungseffekten angegriffen, die zu einem Immunungleichgewicht und Krankheit führen können. Neben Schwerelosigkeit und Strahlung können insbesondere Stressfaktoren wie Isolation, Arbeitsbelastung und Störung des Schlafrhythmus das Immunsystem der Astronauten schwächen. Auf der Erde haben wir ähnliche Probleme. Gesunde und Schwerkranke müssen mit Belastungen des Immunsystems kämpfen, manchmal aufgrund genau dieser Stressfaktoren. Darüber hinaus können Enge und andere Stressfaktoren kognitive und emotionale Funktionen beeinflussen und sogar Prozesse im Körper auslösen, die das Immunsystem beeinträchtigen. Immuno 2 verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Anstatt die Störfaktoren einzeln zu betrachten, kombiniert das Experiment biochemische Analysen und psychologische Tests, um Veränderungen an Immunsystem und Hormonspiegel der Astronauten mit ihrer Stressbelastung zu korrelieren. Blut-, Speichel- und Haarproben der Astronauten werden vor, während und nach den Weltraummissionen genommen und dann auf der Erde analysiert. Außerdem werden vor und während der Mission Elektrokardiogramme angefertigt, der Sauerstoffgehalt im Blut gemessen, die Aktivitäten der Astronauten genau erfasst und diverse psychologische Tests durchgeführt. Vergleiche mit Isolations- und Bettruhestudien auf der Erde bieten Einblicke in die Rolle einzelner Faktoren auf die Balance des Immunsystems. Diese Erkenntnisse sind Voraussetzung für die Entwicklung neuer Therapien und könnten bei der Entwicklung pharmakologischer Mittel zur Behandlung solcher Zustände helfen. Fortschritte beim ganzheitlichen Verständnis des Zusammenhangs zwischen Stress und Immunsystem sind für die Menschen der Burnout-Generation ebenso von Bedeutung wie für Intensivpatienten im Krankenhaus. Mit einem besseren Verständnis der Auswirkung von Stressfaktoren auf die Gesamtgesundheit der Bevölkerung können wir einige Probleme unserer Gesellschaft besser bewältigen, wie den Bruttowertschöpfungsausfall durch Arbeitsunfähigkeit und den enormen Anstieg stressbedingter psychischer Erkrankungen. Mithilfe der Projekte auf der ISS und der Erde versuchen Wissenschaftler, die Ursachen stressbedingter Erkrankungen zu klären und effektive Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Für das Leben auf der Erde und darüber hinaus.